ist wieder Tierarzt Hallinger vom Labor Exomed und ich habe einige Fragen dazu bekommen, die sich rund um Parasiten von Landschildkröten drehen und um die Kotuntersuchungen, wie das Ganze abläuft. So, die erste Frage ist, warum sollten Schildkröten jährlich untersucht werden? Naja, es ist so, wenn ich jetzt eine Landschildkröte habe, die hat ja, sage ich mal, wenn die in Freiheit lebt, in der freien Natur, dann hat die einen relativ großen Aktionsradius. Ja, die läuft immer relativ viel rum und hat eigentlich nicht so viel Kontakt mit ihrem eigenen Kot. Jetzt ist es aber auch so, dass wenn ich das Tier in Gefangenschaft, in Anführungszeichen, halte, also im Terrarium oder auch draußen in Freilandhaltung, dann haben die einfach nicht so viel Platz. Also ich kann der gar nicht so viel Platz bieten, wie sie eigentlich in freier Natur halt hätte. Und dann kommt halt dazu, dass Landschildkröten relativ häufig Endoparasiten haben, also Innenparasiten, also Parasiten, die im Magen-Darm-Trakt leben und die auch für so eine Schildkröte gefährlich sein können, insbesondere dann, wenn die Landschildkröte immer wieder mit ihrem eigenen Kot in Kontakt kommt, was ja zwangsläufig passiert. Dann ist es auch so, dass Landschildkröten gerne ihren eigenen Kot fressen, um den nochmal besser verdauen zu können. Das nennt man dann Koprophagie. Und diese Parasiten, die sind dann ein Problem, wenn die halt nur einen Wirt haben. Das heißt, die Schildkröte scheidet ihren Kot aus, wenn die jetzt einen Wurm beispielsweise hat. Der Wurm legt Eier. Ja, und diese Wurmeier werden dann im Kot ausgeschieden. Und wenn die dann halt wieder Kontakt hat mit dem Kot, mit dem ausgeschiedenen Kot, mit den Wurmeiern, die sind dann halt überall im Terrarium oder in der freien Lage drin, dann nimmt sie halt diese Eier auf, oral, also mit der Nahrung und so weiter. Und in der Schildkröte entwickelt sich dann halt der erwachsene Wurm. Und um das Ganze sozusagen einzudämmen, damit kein Massenbefall entsteht bei den Tieren, muss man halt jährlich untersuchen und halt gucken, dass halt die Schildkröten nicht so eine hohe Wurmbürde haben und dann gegebenenfalls, wenn halt ein hoher Befall da ist oder wenn ein Befall da ist, muss man dann halt entwurmen. Die nächste Frage ist, wie oft man seine Schildkröten untersuchen lassen sollte im Jahr. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Schildkröten ohne Würmer in Winterschlaf gehen. Also oder in die Winterstarre, in die sogenannte Hibernation, weil wenn die Würmer haben, die können den Tieren halt schaden. Ja, die können während der Hibernation können die den Tieren Nährstoffe entziehen, die sie halt unbedingt brauchen, weil der Stoffwechsel von der Schildkröte läuft ja auch weiter, ja, nur halt sehr, sehr langsam und der von den Würmern eben auch. Und wenn die halt den Tieren oder den Schildkröten Nährstoffe entziehen, dann ist das nicht gut. Insbesondere ein Massenbefall kann da halt ein Problem sein während der Winterstarre. Deswegen sollten die möglichst ohne Parasiten in die Winterstarre gehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man vor der Winterstarre eine Kotuntersuchung macht. Und so eine Entwurmung dauert, je nachdem, braucht schon mal ungefähr einen Monat, weil man muss das Medikament im Abstand von 2 Wochen geben. Ja? Das heißt, man sollte das Ganze schon im August machen. Ja? Dann ist es so, also die Kotuntersuchung von den Landschildkröten sollte man im August, im September machen, damit man genug Zeit hat, bis die Starre losgeht, dieses ganze Entwurmungsregime durchzuführen. Und dann ist es so, wenn die Schildkröte aus der Winterstarre rauskommt und man kann ja dann, wenn die in der Starre ist, kann man ja das Gehege, wo sie normal ist, kann man dann reinigen, kann man dann dekontaminieren, kann halt so den Wurmdruck und den Parasitendruck senken. Dass wenn man sie, bevor man sie wieder dann reinsetzt, sollte man dann auch nochmal eine Kotuntersuchung machen, damit die das nicht gegebenenfalls wieder dann kontaminiert, dieses Gehege. Und das kann man dann halt im April, März machen. Also 2-mal jährlich, einmal am Anfang der Saison und einmal gegen Ende. Ja, wie untersucht man die Parasiten? Ist die Kotprobe die beste und schnellste Möglichkeit? Die Kotprobe ist die einzige Möglichkeit, auf Parasiten zu behandeln. Von prophylaktischen Entwurmungen rate ich dringend ab, weil Schildkröten zum einen nicht nur Würmer als Parasiten haben können, sondern auch Einzeller und da bringt eine Entwurmung nämlich gar nichts. Und das andere ist, dass man halt einfach die Parasiten nicht anders nachweisen kann als in einer Kotprobe. Was wird in einer Kotprobe untersucht?
Also, es gibt bei Landschildkröten oder generell bei allen Tieren gibt es einzellige Parasiten und mehrzellige Parasiten, sprich Würmer und sowas. Bei Landschildkröten spielen zum einen Würmer eine Rolle, also Oxyuriden, die kennen wahrscheinlich viele, das sind auch die, die am häufigsten vorkommen, und sogenannte Askariden, also Spulwürmer. Und die Spulwürmer sind nochmal gefährlicher als die Oxyuriden, weil die machen eine Körperwanderung, das heißt, die Schildkröte nimmt die Eier auf, dann schlüpfen da die Larven und die Larven wandern erstmal zur Leber, was natürlich, wenn so eine Larve durch den Tierkörper durchwandert, das macht natürlich Verletzungen, Läsionen, Probleme, die muss ja erstmal wieder abheilen, dann können Leberentzündungen entstehen und so weiter. Und dann wandert die auch wieder zurück zum Darm. Ja, das ist, deswegen sind Askariden ein größeres Problem. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Einzeller, wo man da auch unterscheiden muss, sind das jetzt echte Parasiten oder sind das Kommensalen? Also sind das Erreger, die oder sind das Darmbewohner, die halt normal da vorkommen und das erfordert ganz, ganz viel Erfahrung, dass man da das Ganze unterscheiden kann und auch sagen kann, ist das jetzt ein normaler Befall oder ist das jetzt ein parasitärer Befall? Ja, weil da kommt es immer auf die Menge an und ob das Tier Durchfall hat und so weiter. Das heißt, auch wenn ich jetzt eine Kotprobe einschicke, ist es natürlich super wichtig, dass ich angebe, ja, das Tier hat Durchfall oder das Tier verhält sich normal und so weiter, damit das dann auch richtig eingeschätzt werden kann im Labor. Und dann gibt es unter diesen Einzellern gibt es auch wieder Parasiten, die obligat, also zwangsläufig krankmachend sind. Und das sind die sogenannten Hexamiten. Das sind Einzeller, die im Darm vorkommen können, aber die kommen auch bei Wasserschildkröten häufiger vor als bei Landschildkröten. Aber bei Landschildkröten sind sie deutlich schlimmer, wenn die die haben, weil die können über die Kloake in die Harnleiter, also über den Darm in die Kloake gelangen, von da auch in den Harnsack. Und aber auch über die Harnleiter hochwandern, man nennt das dann aszendieren, hoch zur Niere und da halt für Nierenentzündungen sorgen. Deswegen sollte man die Schildkröten auf jeden Fall untersuchen lassen. Muss ich jede Schildkröte einzeln untersuchen lassen, wenn ich mehrere besitze? Ganz klares Jein. Es kommt darauf an, wie die sitzen. Ja? Also eine Schildkrötengruppe, die im selben Gehege sitzt, wenn da eine Würmer hat beispielsweise, dann ist davon auszugehen, dass die alle Würmer haben, weil, wie gesagt, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt Oxyuriden rausnimmt, das sind Monoxene-Parasiten, also einwirtige Parasiten. Die Eier sind für alle Schildkröten infektiös. Wenn eine Schildkröte da einen Wurmbefall hat, dann ist davon auszugehen, dass den alle haben. Wenn ich natürlich mehrere Gruppen habe und mehrere Gehege, dann muss ich auch jedes einzeln untersuchen, weil dann kann man im Grunde nicht von einer Gruppe auf die andere schließen. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt ein anderes Reptil habe, das irgendwie im Terrarium sitzt oder so, das muss dann auch natürlich einzeln untersucht werden. Welche alternativen Tests sind sinnvoll? Also alternative Tests zur Kotuntersuchung gibt es nicht. Da gibt es eigentlich nur die parasitologische Untersuchung, also wo der Kot untersucht wird. Es gibt aber natürlich viele, viele andere Erkrankungen bei Landschildkröten, die verschiedene Tests brauchen oder wo man halt testen muss, zum Beispiel Herpesviren, Mykoplasmen. Das kommt dann aber immer drauf an. Ja, ich will jetzt das auch nicht so weit ausführen, weil jetzt geht es hier ja erstmal nur um die Kotuntersuchung. Wenn jemand sagt, ja, ich will meine Schildkröten auf Herpes testen oder ich will meine Schildkröten auf Mykoplasmen testen oder was gibt es denn für Krankheiten bei Landschildkröten, die unbedingt getestet werden müssen, dann kann derjenige sich gerne bei mir oder bei Exomed mit einer Mail melden und wir geben dann Auskunft, welche Tests sinnvoll sind und welche nicht. Muss ich einen Antrag oder Formular ausfüllen? Wenn ja, wo bekomme ich das? Hier kannst du, ja. Also muss ich einen Antrag oder ein Formular ausfüllen? Ja. Also ich kann jetzt nur für unser Labor sprechen, aber bei uns ist halt das Download-Formular auf unserer Webseite exomed.de ist das halt hinterlegt und da, das ist ganz easy, da muss man auf die zweite Seite gehen und da muss man dann parasitologische Untersuchungen auf Endoparasiten, also Innenparasiten ankreuzen und dann auf der ersten Seite halt angeben, was habe ich für eine Schildkröte, ist das jetzt eine Hermanni, ist das eine Marginata, ist das eine Kreka, wie alt ist die und so weiter und natürlich, ob die Krankheitssymptome hat oder nicht, ja, also Durchfall, weicher Kot und so weiter und dann halt einfach einschicken mit der Post. Genau, also einfach auch von der Webseite downloaden. Wo schicke ich so eine Probe hin? Ja, also es kommt drauf an. Gut ist immer, wenn man einen Untersucher hat, von dem man weiß, dass er das untersuchen kann und dass er sich damit auskennt. Es gibt viele reptilienkundige Tierärzte,
in Deutschland, da gibt es eine Liste, wo man die nachgucken kann von der AGARK. Wenn man jetzt nur einen, in Anführungszeichen, normalen Tierarzt hat, der sich nicht so gut auskennt, dann bietet sich das halt an, das in ein externes Labor zu schicken, wo halt jemand ist, der halt nichts anderes macht, als Schildkröten Po zu untersuchen oder halt, wo das halt ein Hauptding ist. Also wir untersuchen halt im Jahr über 1000 Schildkröten. Insofern ist das kein Problem. Wie genau läuft eine Probe im Labor ab? Also, ich habe das ja schon ein bisschen erklärt, und zwar ist es so, dass diese Parasiten scheiden Stadien aus, Parasitenstadien. Das kommt dann immer auf den Parasit drauf an, und die werden mikroskopisch nachgewiesen. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise Oxyuriden rausnehme, die Oxyuriden, die Weibchen von diesen Würmern, die produzieren Eier, und diese Eier werden halt im Kot ausgeschieden. Und unter dem Mikroskop kann man halt beurteilen, wie viele Eier sind da drin. Sind das zu viele? Sind das normal viele? Je nachdem. Dann gibt es ein Ranking von 1+ bis 3+. Und 3+ wären viele und 1+ wären eher weniger. Es ist jetzt aber nicht so, dass man immer von 1+ oder 3+ sagen kann, die hatten hochgradigen Befall, die Schildkröte, oder die hatten niedriggradigen Befall. Diese 3+ heißen einfach nur, es sind viele Eier sozusagen da drin. Also 3+ wäre, das sind dann pro Objektträger in einer nativen Untersuchung, also im Direktausstrich, sind das bis 55 Eier. Ja, und aus diesen 55 Eiern entstehen dann später auch infektiöse Oxyuriden. Oder halt bei 1+ wären es dann halt mindestens 5. Ja, oder nee, 2. Ja. Dementsprechend gibt es da so ein Ranking. Jetzt ist es aber nur so, ich habe halt nur so viel Eier unter dem Mikroskop dann, die ich sehen kann, wie halt Eier produziert werden. Und das ist halt auch unterschiedlich, wie viele, da kommt es halt dann darauf an, wie viele weibliche Oxyuriden sind dann im Grunde gerade in dieser Schildkröte, die halt Eier produzieren und ausscheiden. Ja? Also tendenziell kann man sagen, ja, viele Eier heißen, dass da viele Weibchen sind, die Eier produzieren, also 3+. Umgekehrt heißt aber ein 1+ nicht, dass da jetzt nicht viele Oxyuriden drin sind. Ja, das ist im Grunde die Take-Home-Message. Und dementsprechend raten wir oder rate ich, jeden Befall bei Oxyuriden zu therapieren. Ja, weil wenn man das nicht runterhält oder niedrig hält, kommt es halt zu einer Masseninfektion, und die Tiere, die an Oxyuridose versterben oder an Parasiten versterben, die sehe ich zur Genüge. Ja. So, und dann kommt es eben darauf an, also da haben wir jetzt schon mal die Würmer abgefrühstückt, ja, dann gibt es noch einzellige Parasiten, da kommt es dann immer darauf an, naja, sind das jetzt normale Darmkommensalen, also Darmbewohner, ja, oder sind das jetzt pathogene Parasiten, also krankmachende Parasiten, das kommt dann immer von Fall zu Fall drauf an. Ich will jetzt einfach nur euch in die Richtung schieben und sagen, naja, es gibt halt verschiedene Erreger da, und nicht jeder muss krankmachend sein. Und wichtig ist, dass derjenige, der das untersucht, der das Ganze einschätzen kann und beurteilen kann. Was kostet mich eine Kotprobe untersuchen zu lassen? Also da kann ich jetzt auch nur für uns sprechen. Das kostet 19,45, ist jetzt also nicht die Welt. Und je nachdem, also wie gesagt, wenn das halt mehrere Tiere sind, die zusammen in einem Gehege gehören, dann kann man auch eine Sammelkotprobe nehmen und die zusammen untersuchen lassen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, Sammelkotprobe. Wenn man die Trefferchance erhöhen will, dass man bestimmte parasitäre Stadien halt findet, dann ist es immer nicht schlecht, wenn man eine Sammelkotprobe nimmt. Das heißt, man nimmt 3 Tage in Folge, nimmt man immer so eine, ja, sage ich mal, so einen halben Fingernagel an Kotmaterial, macht es ins Röhrchen, legt es in den Kühlschrank, nochmal in eine Tüte rein, damit man nicht den Kühlschrank irgendwie dreckig macht. Und dann sammelt man halt 3 Tage hintereinander. Und wenn man 3 Tage gesammelt hat, dann hat man so ein halbes Röhrchen bis Röhrchen voll, und dann kann man das ins Labor schicken. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Also die Röhrchen, die Kotröhrchen, die müssen nicht voll gepackt sein mit Kot. Das haben wir auch manchmal. Es reicht, wenn die zu 2/3 voll sind, weil sonst gibt es eine Sauerei im Labor. Ja, ich denke, ich habe dann soweit erstmal alles hoffentlich so genau wie möglich erklärt oder so gut, dass man das Ganze nachvollziehen kann. Und verbleibe mit besten Grüßen, euer Tierarzt Hallinger vom Labor Exomed.
Bis dann. Tschüssi.